Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir den schrecklichen Lichtgeist besiegt. Dann sind wir hier rausgekommen. Wir haben ja jetzt auch das Eisenbahndepot verlassen. Leider ist mal wieder etwas passiert. Und zwar, ich bin gestorben. Mal wieder bei der einfachsten Sache, bei den einfachsten Gegnern. Das passiert mir ab und an mal. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt unseren Weg weiter fortsetzen und nach Sektor 7 zurückkehren. Na, sieh mal einer an, da ist ja noch ein Behälter. Bitte lass da was Schönes drin sein. Naja, gut, ein super Trank. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vorm Ziel. Oh, hey, vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Ja, das ist genau wie im Original. Wir müssen auch noch die Lok bewegen. Ich hab's schon total vergessen gehabt. Aber so war das auch im Original. Ich glaube, wir haben Glück. Scheint noch zu gehen. Oh, super! Oh. Bist du okay? Ja. Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist... Merkst du? Ja, ja! Wir können sie jederzeit runterstürzen lassen! Allerdings gibt's da ein Problem! Nicht ganz auf Welt, bitte! Wenn wir abstürzen, war alles umsonst! Der Stadtbericht. Gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil! Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer! Wir halten ab von ihnen. Es gibt euch Verstärkung. Je mehr Leute, desto bleibender der Eindruck. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles nach Plan läuft. Tiefer. Mit dem Plan war also wahr. Barrett und die anderen werden sich schon zu wehren wissen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Hoffentlich schaffen wir es. Shinra macht also ernst. Sie wollen wirklich Sektor 7 zerstören. Das müssen wir irgendwie verhindern. Wir haben natürlich auch Root und Reno gesehen. Die sind jetzt da hinten am Pfeiler. Irgendwo da findet das Gefecht statt. Da sehen wir es ja auch. Da sind Explosionen, da kommen Leute ums Leben. Nein, nicht schon wieder die fliegenden Viecher. Haben wir hier noch irgendwie was? Können wir uns hier noch umschauen? Wir können uns umschauen, aber wir werden nichts finden. Da kommen wir auch nicht runter. Nur hier geht's weiter. Stärkung für Shinra. Was hat dieser Konzern nicht noch alles am Start? Ein Haufen Hubschrauber, ein Haufen Söldner.
Na, sieh mal einer an. Da ist jetzt auf einmal auch das Licht angegangen in dem Waggon. Können wir da noch rein? Zwei Megatränke. Sowas findet man nicht umsonst. Das dreht sich bestimmt um den Kampf. Da wollten die Entwickler natürlich uns Spielern ein wenig entgegenkommen und uns Heiltränke geben, falls wir keine mehr haben. Aber ist ja nicht so, dass ich keine habe. Was ich nur nicht mehr lange habe, sind Phönixfedern. Auf geht's! Ja, packen wir's an! Nichts überstürzt. Bin ich jetzt dran? Und los! Aris, du machst mal bitte... Ah nee, Quatsch, das hat er tiefer. Ich komme immer durcheinander. Ja, ja, tiefer. Tiefer macht er schon. Oh, und tiefer kassiert auch schon wieder. Nachschlag! Jetzt machen wir mal schnell Analyse. Aber auf wen? Auf den hier. Ich glaube, der ist neu. Alles ist da. Den Gegner haben wir noch nicht gesehen. Okay, den muss ich mit windelementaren Attacken treffen. Ich glaube sogar Tiefe hat das. Genau, die hat Arrow. Verdammt, Tifa. Nein. Nicht schon wieder. Eisaura haut er jetzt raus, oder wie? Oh, da gehe ich in Deckung. Da gehe ich in Deckung. Oder auch nicht. Recht los. Ist das alles? Soll das etwa schon alles gewesen sein, Cloud? Ist dir etwa langweilig? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Er stirbt. Entscheiden wir es. Jawohl, jetzt hätte man geschockt. Nachschlagen. Das Ding ist jetzt, wenn ich jetzt nochmal Arrow raufhaue, kann ich ihn dann weiter schocken. Der ist schon mal Geschichte. Der ist da 100% auch gegen Wind anfällig, oder? Schade, ich hätte gedacht, ich hätte ihn vom Himmel geholt. Komm schon, Tifa. Hier geblieben. Und jetzt. Es ist geschafft. Mädels, ich sage euch ganz ehrlich, das lief schon mal besser als wie der letzte Kampf. Verdammt, ich wollte die Kiste da kaputt machen. So, weiter geht's. Wo sind die nächsten Gegner? Mädels, habt ihr irgendwas gesehen? Oder habt ihr euch wieder über eure Shopping-Tour unterhalten? Weiterer Supertrank. Da müssen wir wieder eine Lok verschieben. Hier kommen wir gar nicht rein. Warum auch immer. Danke. Weiter. Ja gut, jetzt haben wir die Lok hier verschoben, aber dann müssen wir, glaube ich, auch wieder ein Stückchen zurück. Kann das sein? Ja genau, da ist eine Leiter. Dann müssen wir hier hoch und dann darüber. Diese Lok haben wir bereits verschoben, aber können wir sie noch weiter verschieben? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich hier was übersehe. Vielleicht liegt hier sogar wieder eine Materie rum. Nee, sieht nicht danach aus. Ach, hätten wir hier auch hochklettern können, ja? Nein, nein, Cloud. Oha. Wir hätten da runterklettern können, ja gut, aber... Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da unten ist ein Verkaufsautomat. Wehe, gibt es da keine Schallplatten. Aber hier wird doch keine Musik abgespielt. Nein, hier gibt es leider keine Schallplatten. Aber ein paar billige Megatränke. Und zwei Äther. Und zwei Phönixfedern. Die wir unbedingt brauchen. Schade, dass wir uns jetzt hier nicht weitere Phönixfedern kaufen können. Hätte ich wirklich gerne gemacht.
Ether haben wir ja noch 20 Stück. Sollte erstmal reichen. Neue Waffen und Ausrüstung und Materia scheint es ja aber auch nicht zu geben. Warum ist denn das noch so gelb unterlegt? Gibt es hier noch was? Ach so, ein Megatrank. Habe ich vergessen zu kaufen. Wir ruhen uns nochmal aus. Sicher ist sicher. So, Mädels. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich denke mal, uns wird jetzt gleich wieder Action erwarten. Sind fast da. Schnell! Ja. Die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Hast du mich beschützt? Du bist der Herrscher. Alles muss versteckt sein. Alles muss versteckt sein. Kannst kommen. Kommen! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hab dich! Ah, hat er mich so gut versteckt. Und Aris? Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Mama! Ja, wie geil ist das denn? Alles in Szene gesetzt worden. Auch das aus der Vergangenheit von Aris.
richtig schön gemacht. Ich habe euch ja gesagt, das Remake hat so viele Überraschungen parat, was damals im Original nur so leicht angeschnitten wurde oder gar nicht erwähnt wurde. Das wird hier richtig schön erzählt. Es ist wirklich so ein schönes Spiel und ich muss jetzt mich auch um den Kampf kümmern. Wir müssen erstmal gucken, wer hat denn jetzt hier bitteschön nochmal Analyse? Ich glaube, Aerith war das. Nein, es war schon wieder tiefer. Arbeiten wir im Team, die Arbeit. Was ist das denn für ein Gegner? Es war die Rede, glaube ich, von einem Hasher. Das hatte natürlich Aerith auch gesagt gehabt. Aber wir analysieren den erstmal. Eligor heißt der. Dann mal los. Er hat mich gerammt. Wirksam, okay, Eisra. Leicht resistent, okay. Wir können also mit Eis und mit physischen Attacken ihm zu Leibe rücken. Was steht denn hier noch? Triff es mit windelementaren Attacken, während es sich in der Luft befindet, um schnell seine Schockleiste zu füllen. Greif es in der Luft mit einem Sprung an, um es auf den Boden zurückzuholen. Werden wir mal versuchen. Die Frage ist natürlich nur, ob sich das auch so umsetzen lässt. Aber erstmal tritt Cloud hier auf den Plan, denn er hat Eis. Na, oh, verdammte Axt. Wir können aber mit Magie extrem seinen Schock steigern. Dann machen wir nochmal Strahl der Vergeltung. Und jetzt geht er gerade auch tiefer, wie ich sehe. Hat Tifa nicht noch ein bisschen Magie? Ja, wir könnten mit Blitzer angreifen. Cloud, mein Bester, mach bitte schnell wieder auf. Gib auf dich acht. Lass mich mal. Ja, ich lasse dich jetzt auch mal. Du darfst jetzt mal mit Eis draufhauen. Naja, gut. Physische Attacken, da kommen wir ihm nicht so wirklich mit bei. Es wird kalt. Jetzt! Flieg! Nicht übertreiben! Bin ich jetzt drin? Na? Ja, der ist für dich! Wir haben ihn fast geschockt. Nicht mehr viel, aber Aerith, wir müssen ein Stückchen weiter weg. So, jetzt darfst du nochmal deine schöne Attacke hier ausprobieren. Mal gucken, ob die reinhaut. Triffst du von dort was auf? Und hier machen wir auch nochmal Blitzerer und dann gehen wir wieder auf Cloud. Ich übernehme. Was? Ja, Cloud, du hast richtig gesehen. Der hat dich voll getroffen. Nachschlag! Zack! Oh, das darf einfach nicht sein. Wir müssen ihn jetzt unbedingt schocken. Eiskalt! Jawohl, er ist im Schock. Alles geht. Jetzt ordentlich draufhauen. Ach verdammt, da muss ich dann nur mit Magie angreifen. Das wusste ich nicht. Dann übernimm. Überlass das mir. Wir schaffen Tifa das. Hat doch Arrow. Den müssen wir jetzt da runterholen. Nicht dran. Vielleicht mit Magie. Die wird reflektiert. Wir müssen die Barriere aufheben. Oh, genau jetzt hat er mich unterbrochen. Zieh nicht zurück. Komm schon. Übernimm du. Ich leg los. Oh mein Gott, aber hier hinter können wir uns, glaube ich, ein bisschen verstecken. Wir könnten Ifrit holen, aber ich glaube, Shiva wäre besser. Aber ich muss mich erstmal heilen. Übernimm du. Gib mein Bestes. Ich mach das. Mit Eis, oder? Ich weiß, aber gut, Tifa ist, glaube ich, dafür ich besser geeignet. Bin ich jetzt drin? An die Arbeit. Jetzt müssen wir ihn treffen. Er stirbt. Flieg. Er stirbt. Zack. Ja. Was hat sie? Genau so. Ja. Kriegen wir den irgendwie da runter? Wahrscheinlich nicht. Geht los. Den kriege ich da nicht so wirklich runter. Aber es wurde doch gesagt, dass ich den aus der Luft mit windelementaren Attacken runterholen kann. Zurück. Aber dafür muss ich ihn ja auch erstmal treffen. Aber gut, jetzt ist er auch wieder unten. Ich zähl auf dich. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, Cloud. Genau, du sagst es. Jetzt rufen wir erstmal Shiva. Tob dich aus. Hoffentlich bringt das was. Übernimm du. Überlass das mir. Wechsel! Es geht los!
Ah, verdammt, okay, da kann ich jetzt nicht ran. Mit Nahkampfangriffen. Aber Blitz haut ja eigentlich auch gut rein. Ah, verdammt, jetzt macht er Reflekt. Tifa, warte mal bitte. Du hast ja noch diese eine tolle Fertigkeit. Wenn du jetzt nicht eingeschläfert wärst, könnte ich das auch machen. Komm schon, den schocken wir jetzt gleich. Nun, warte doch mal. Das war auf jeden Fall ein probates Mittel, ihn zu schocken. Also, und auch Shiva zu rufen. So, jetzt hebe ich mir aber Aisra auf. Diesmal passiert das nicht. Nein, jetzt habe ich wieder keine Mana-Punkte. Der Feind ist geschwächt. Jetzt entscheiden wir es. Bleiben wir im Rhythmus. Jetzt können wir ihm ordentlich Schaden zufügen. Ist gleich erledigt. Cloud, hau mal den Limit rein. Das war's dann. Diamantenstaub kommt ein wenig zu spät. Ich hätte Shiva vielleicht ein paar Sekunden später rufen müssen. Aber es hat trotzdem ordentlich Schaden gemacht. Überlass das mir. Du schaffst das schon. An die Arbeit. Ja. Viel Erfolg. Jetzt erst recht. Eiskalt. Los! Doch weg. Mädels, ich glaube, ich sollte uns mal irgendwie alle heilen, wa? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, aber... Übernimm du. Ich mach das mal mit Aris. Ich muss nur ihren ATB aufladen. Cloud! Achtung! Coole Aktion, Cloud. Oh, verdammt. Was macht er jetzt? Ach du meine Güte. Ja, das war richtig gemein. So, Aris, du machst jetzt mal bitte. Ja, ein Gebet am besten. Oh, verdammt, ich hoffe, das haut noch hin. Aris ist kampfunfähig. Och nein. Oh, das war gerade so knapp. Ich zähle auf dich. Ich übernehme. Es wird kalt. Ach du meine Güte, jetzt darf ich dem nicht zu nahe kommen, wenn er das abzieht. Los! Verdammt, ich wollte nur gerade blocken. Aris, du hast sehr wenig TP. Aber wir konnten Aris noch heilen. Jetzt liegt es an dir. Überlass das mir! Oh, warum? Ich muss unbedingt Cloud heilen. Los. Ach du Scheiße, was macht denn jetzt? Ach so, Tifa, stimmt. Du hast ja gar keine Mana-Punkte mehr. Hatte ich schon fast vergessen. Es wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn ich ihm da sein rechtes Rad zerstöre. Claudia fehlen ja auch schon wieder Mana-Punkte. Dann übernimm. Komm schon! Alles dreht sich. Auch geil gemacht von Aris. Ich mach mal halt kurz Pause. Also mit Nahkampfangriffen auf das Rad draufschlagen, das ist ein probates Mittel. Bleib weg. Aris, pass bitte auf, ja? Bleib mal bitte stehen. Ich möchte gerne auf dein Rad draufschlagen. Lass mich Cloud, jetzt bist du dran. Ah, wir heilen erstmal am besten tiefer. Sicher ist sicher. Geht's noch? Das wird wehtun. Ich muss an sein rechtes Rad rankommen.
Na, oh, er lässt mich aber auch nicht. Das war's. Oh, meine Güte. So wird das nichts. Nee, so wird das wirklich nichts. Übernimm du. Überlass das mir. Ich gebe nicht auf. Aris, du schießt aber nah dran. Das tat weh. Ich muss mal das glaube ich dir sogar. Ah, verdammt, das habe ich zu spät gesehen. Tiefer kommen, jetzt bist du gefragt. Wir müssen ihm unbedingt die Räder zerstören. So, jetzt oder nie. Kommen wir zum Finale. Na, wenn das nicht toll war, weiß ich auch nicht. Gleich nochmal tiefer. Weiter geht's. Na? Bleib mir vom Leid. Es tut mir so leid. Oh, wie gemein. Naja, das darf doch echt nicht wahr sein. Oh, Aris. Nein, Cloud. Du bist jetzt unsere letzte Hoffnung. Und weiter geht's. Nicht übertreiben. Wir schaffen das. Warte, bin gleich bei dir. Oh, das wird jetzt ja richtig knapp. Meine Güte. Ich muss unbedingt tiefer wieder überleben, denn sie kann Engel. Nicht übertreiben. Dann übernimm. Ich kann noch kämpfen. Naja, aber erstmal müssen wir ein bisschen ausweichen und die ATB aufladen. Und dann müssen wir Aris wieder beleben. Ich darf mich jetzt aber nicht an ihn rantrauen. Nein. Ich gebe nicht auf. Ich überlebe. Nur ein Kratzer. Nur ein Kratzer, sagt er. Naja, ich weiß. Aber das schaffen wir ja nicht immer. So, jetzt müssen wir Aris die Phönixfeder geben. Tut mir leid. Das passiert mir nicht nochmal. Neuer Plan. Mir wird schon was einfallen. Ja, du machst jetzt auf jeden Fall den Limit. Lasst euch vom Wind tragen. Das darf doch echt nicht wahr sein. Tifa ist jetzt kurz vor Peng nochmal draufgegangen. Kleine Show gefällig. Hau bitte den Limit rein. Irgendwelche letzten Worte? Los geht's! Los! Oh. Hart aus. Wir kommen. Verschwinde, Monster! Weiter. Ja. Wahnsinn. Lebt wohl. Ja, was soll ich sagen? Es war mal wieder alles auf Messerschneide. Cloud hat's dann doch noch rausgerissen. Und das ist wirklich alles so sehr schön in Szene gesetzt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich meine, ihr seht's ja, aber für einen Final Fantasy VII Fan ist das wirklich ein sehr schönes Ereignis. Und gerade, dass alles auch so ausgeweitet wurde, auch mit den Erinnerungen an das Versteckspiel von Aris und wie das so mit den Geistern hier gemacht ist, das ist wirklich so schön in Szene gesetzt worden.
Und ich muss mal schauen, wo ich jetzt hin könnte. Ich kann mich da hinten noch heilen. Wenn ich hier zurückkomme. Nein, natürlich komme ich das nicht. Verdammt, verdammt. Naja gut, okay. Aber das ist erstmal eine gute Stelle, um diese Folge an dieser Stelle zu beenden. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Auch dieser Boss war etwas Neues. Da haben die Entwickler uns wirklich überrascht. Ich finde das wirklich sehr schön in Szene gesetzt worden. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Und was passieren wird, wenn wir da vorne am Pfeiler sind. Und können wir vielleicht sogar noch die Zerstörung von Sektor 7 verhindern? Ich kenne ja schon die Antwort. Ich will nichts vorwegnehmen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, lasst eure Eindrücke vom Remake wie immer in den Kommentaren oder eure Erinnerungen vom Originalspiel. Vielen lieben Dank, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Und in der nächsten Folge geht es natürlich weiter mit Final Fantasy 7.